Ich bitte Sie, das Video anzuhalten, wenn Sie an einer Stelle ein bisschen vertieft sich beschäftigen wollen. Ich muss mich auf die gesamte Linie hier beschränken und schauen, dass wir dann auch in der Zeit durchkommen. Ich empfehle Ihnen unbedingt auch das ganz interessante Video auf YouTube, zum Beispiel mit Chefredaktor Eric Guier und dem Soziologen Andreas Reckwitz anzuschauen. Gut, also ein bisschen mehr Leitkultur und dennoch Individualismus. Das ist dann so ein bisschen das Fazit der Sendung. Und wieder geht eine Sendung von NZZ Standpunkte zu Ende. Es sind schwierige Zeiten, die da auf uns zukommen. Sie sehen das auch an diesem schönen Beispiel gerade am Schluss jetzt dieser Sendung, wie Herr Reckwitz da die Zusammenfassung von Herrn Guier eigentlich nur noch mit einem verständnislosen Blick da kommentieren kann. Das ist dann so ein bisschen das Fazit der Sendung. Die beiden haben aber 40 Minuten da diskutiert. Vor allem Herr Reckwitz hat natürlich aus seinem soziologischen Kasten da einiges auspacken können. Und Herr Guier hat dann versucht, eine Zusammenfassung zu machen. Und das ist also gütlich gescheitert. Es hat damit zu tun, dass wir immer spezialisierter auch werden. Das bedeutet, dass man auch immer mehr aus verschiedenen Blickwinkeln auch schaut. Und es gibt dann die sprachliche Problematik, dass man noch eine Zusammenfassung machen kann, überhaupt einen Gesamtblick auch hat. Und dann gibt es natürlich auch die inhaltlichen Dinge, aber die sind in diesem von anderen Phänomenen eben deutlich überlagerten Zeitalter dann schon fast nicht mehr relevant, die guten alten Inhalte.